Guten Morgen, Leute. Dieser Moment, wenn man 9 Uhr morgens wach ist und einfach noch aufschlafen könnte. Ihr seid so süß, danke, dass ihr meine Bilder geliked habt und diejenigen, die es geliked haben und süße Kommentare geschrieben haben. Habt ihr gestern meine Traumschuhe gesehen? Oh mein Gott, die sind so toll. Ich werde die zur Arbeit anziehen, in der Freizeit, wenn ich in die Stadt gehe zum Shoppen, aber never ever zum Feiern. Dafür waren sie nicht billig und sind viel zu schön. Ja, ich habe gestern auch Rabatt bekommen. Also eigentlich waren sie günstig, sage ich mal. Also billig nicht, aber günstig. Und ich würde gerne wissen, was sie also davor gekostet haben, weil die waren schon reduziert und ich habe nochmal 20% bekommen. Mega cool, wirklich. Zum Glück stört es Julia nie, dass sie eine Story macht, wenn wir unterwegs sind. Gestern, da waren so viele Leute in Freiburg. Gestern war Ausnahmezustand, weil da war ja mega Samstag eben in Freiburg und so viele Leute und ich habe dann die Story gemacht. Ich habe nur so gedacht, Mut zur Peinlichkeit. Keine Ahnung, was die Leute gedacht haben, da saßen so viele Leute drumherum und ich mit dem Handy und mache eine Story und rede und rede und Julia am Handy hat irgendwas getippt, aber ich habe mir gedacht, das muss jetzt sein. Leute, ich muss euch gleich eine Umfrage stellen oder eine Frage stellen, also eine Umfrage starten. Fand ihr das gestern auch so mega lustig, als ihr zum ersten Mal die Story gesehen habt, also gerade die, wo Russisch verstehen, diese Rückwärtsstory. Ihr sollt vielleicht auch auf den Umfrage-Button klicken. Also ihr Lieben, Julia und ich haben gestern so lachen müssen, ich hatte richtig Bauchschmerzen schon vor Lachen, das war einfach mega lustig. Oh Mann, also wer musste gestern auch lachen? Ich liebe diesen Song. Ich habe so viele Lieblingslieder, das wisst ihr doch, Leute. Ich werde mir jetzt gleich DSDS reinziehen, alle möglichen Folgen. Ich habe, glaube ich, 2-3 Folgen nicht gesehen, weil Marie ist Gewinnerin. Ich freue mich so für sie. Was kann man eigentlich morgens am besten machen, um gute Laune zu kriegen? Dickster Pop hören. Ich werde es gleich Dickster Pop hashtaggen. Ich liebe diesen Channel. An meine neuen Follower, die es noch nicht wissen, bester Channel auf YouTube, Dickster Pop. Dieser Moment, wenn man eine Story löschen muss, weil man gespoilert hat und voll vergessen hat. Es gibt ja auch Leute, ich mal so Follower, Leute, wie auch immer, die DSDS auch mögen und es noch nicht angeschaut haben. Sorry dafür, ich wollte nicht spoilern. Also ich sag mal so, ich wollte nicht spoilern und mein Liebling hat gewonnen. Ich sag nicht, ob männlich oder weiblich, einfach mein Liebling. Ich bin glücklich, ich freue mich für diese Person, aber ich sag jetzt nicht wer, deswegen habe ich meine Story gelöscht. Julia war gestern so süß, sie so zu mir. Ja, ich wollte feiern gehen, ne? Und sie so, ja, Block, geh nicht feiern und so, schon dein Geldbeutel. Und ich so, ja, warum denn nicht? Und sie meint, ja, nee, du gibst wieder unnötiges Geld aus, ich denk da an dein Geld. Beziehungsweise sie hat zu mir gemeint, ich bewahre dich vor unnötiger Geldausgabe. Hat sie letztendlich auch getan, weil die Schuhe, die haben sich definitiv gelohnt. Das, sich die zu kaufen, hat sich definitiv gelohnt. Feiern wäre so unnötig gewesen, sie hat so recht. Ich könnte einfach noch weiter schlafen, aber wisst ihr, für was? Ey, wir haben Sonntag. Ich möchte ein bisschen was vom Tag haben. Außerdem, wenn ich jetzt die Folgen DSDS schaue, dann habe ich noch später was vom Tag, als wenn ich jetzt bis 12 oder so penne. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Vielleicht melde ich mich später noch. Ich werde jetzt gleich mit meinen Eltern frühstücken in so einer halben Stunde, wenn meine Schilddrüsentablette endlich wirkt, dann gehe ich frühstücken. Ey, mit meinen Eltern zu frühstücken ist immer mega schön und cool. Ich habe gestern mal wieder richtig gefrühstückt, weil ich habe bei mir in der Wohnung nicht gerade viel und ich frühstücke nicht immer so groß, sag ich mal, immer so nicht gesundes Essen. Bei meinen Eltern gibt es immer so lecker Frühstück. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Nach dem Frühstück ziehe ich mir DSDS rein. Ich freue mich mega. Ja, ich bin gespannt. Also ich möchte mir unbedingt noch ein paar Folgen reinziehen. Bis später, macht's gut. Ciao, ciao. Ich habe noch vergessen zu sagen, macht, was euch glücklich macht. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten, weil morgen ist schon wieder Montag und morgen muss man schon wieder arbeiten. Darf man, muss man. Bis bald, macht's gut.